Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts. Mich hört's nämlich gewaltig in den Fingern und im Ohr. Aber was soll's. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder immer noch da seid. Ich bin pappsatt. Mir geht's wundergut. Ja, ich bin immer noch im Olymp unterwegs. Geil, man kann über Donald stolpern. Wie lustig ist das denn? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Egal. Ja, wir sind hier, die Bevölkerung vom Olymp zu retten. Und haben in der Pause noch mal ein bisschen diskutiert und philosophiert, was wir an Videogames aktuell nicht so cool finden. Und was wir cool finden. Wir sind auf einen Nenner gekommen. Alles Kacke, alles Mist. Wenn du kein Nobuo Uematsu bist. Und ja, auf jeden Fall sind wir hier scheinbar. Oh, hallo. Hello there. Manchmal siehst du im Kampf, wie ein grüner Kreis um einen Gegner herum erscheint. Einen auf diese Weise markierten Gegner erfolgreich anzugreifen, lässt wiederum ein Attraktionskommando erscheinen. Drücke Dreieck, um das Kommando auszulösen. Aha. Attraktionen sind spektakuläre Angriffe, die Gegner in einem großen Radius treffen. Welche Attraktion du auslösen kannst, hängt hauptsächlich davon ab, wo du gerade kämpfst. Ich kämpfe gerade im Olymp. Ist das jetzt wichtig oder so? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Hello there! Oh. Ach, shit. Also ein bisschen, gerade aus dem... Yikes! Aua! Mach doch nicht so weit. Hör auf, mich zu hauen. Oh, was ging gut? Jawohl! Einmal kurz aus der Mitte geschlagen. Das ist ein Boss. Das erkenne ich jetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Boss, 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 Boss. Whip. Ich bin hier weg. Sorry. I'm sorry for that. Not really. Okay, Betäubungsschlag. Ist er jetzt betäubt? Oder tut er nur so? Er tut nur so. Er ist gar nicht betäubt. Oh, jetzt mal ausweichen sollen. Erstmal. Ich glaube, ich setze mal ein bisschen ein Item ein. Auf mich. Also auf Sora. Hat das jetzt gefruchtet? Natürlich nicht. Warum auch? Jetzt aber. Oh, da kommen Gegner. Um die kümmere ich mich natürlich auch. Loot, 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 Loot. Alles mein Loot. Au, 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 au. Guck mal, diese Steinewerfer. Kann ja wohl wahr sein. Öppa, da gehe ich mal raus. Raketentanz, das klingt ja auch freundlich. Ah. Das ging irgendwie schneller als erwartet. Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Oh, look. More trouble. It's Hades. Mm-hmm. Herc, let's go! Right. Können wir nochmal diese Tau-Bye-Bye-Nummer abziehen mit, du schlägst eine Säule kaputt, wir stellen uns drauf und du wirfst uns da einfach hin? Das fand ich mega cool. Wie ist mein erster Eindruck von Kingdom Hearts 3? Ich finde es immer noch befremdlich, mit Kreis zu springen, aber damit muss ich wieder klarkommen. Ansonsten finde ich... Die haben einige Sachen definitiv gelernt aus ihren Fehlern. Zum Beispiel, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, einem Spieler gleich von Beginn an des Spiels die Möglichkeit des Ausweichens zu geben. Das finde ich ist ja schon mal in der Kingdom Hearts Reihe eine bombastische Errungenschaft.
Ansonsten kann ich nicht so viel zu sagen. Ich finde es schön, dass das Spiel gefühlt schneller zur Sache kommt als die vorhergehenden Kingdom Hearts Teile. Aber ich kann mich natürlich irren. Wir sind jetzt erst seit knapp anderthalb Stunden im Spiel und haben hier auch schon in vielen Ecken rumgetrödelt. So wie jetzt halt eben auch. Weil ich mir denke, ich gucke mal nach links und rechts, sammle ein paar Kisten ein und sowas. Vielleicht gibt es dann irgendwas Schönes. Fluorid zum Beispiel. Also ich würde ganz ehrlich nicht unbedingt Fluorid in die Hand nehmen. Ich habe gehört, das ist ziemlich radikalisch. Aber gut. Ist ja Soras Gesundheit. Ja, ansonsten wie gesagt, also ich finde bisher noch nicht so viel auszusetzen. Also es ist ein bisschen... Es fühlt sich ein Stück weit altbacken an, aber ich finde es auch nicht verkehrt, einfach aus dem Gedanken heraus, dass man halt eben nicht zu viele neue Erneuerungen hat, wie man es zum Beispiel aus, von den Spin-Offs kennt, wenn man irgendwelche komischen Knight Rider-Features bekommt, Pokémon, die man sammeln und craften muss, keine Ahnung, Items craften aus dem Zusammensetzen von verschiedenen Zaubern und so weiter und so fort. Und das finde ich insgesamt ganz gut soweit. Ich kaufe mir erstmal hier ein paar Potions. Ruhig auch nochmal zwei Zelte. Schildgürtel klingt eigentlich auch ganz nett. Nee. Nee, wir kaufen jetzt erstmal nichts weiter. Und gucken mal lieber, was wir hier nochmal eben uns reindrücken können, wenn wir uns was reindrücken können. Postkarte. Spielmaterial, das ist klar. So, Sora. Sora hat leider keine Möglichkeit mehr, irgendwas Großartiges zu lernen. Aber wir können immer gucken, ob Donald und Goofy was haben. Einen Punkt haben die offen. Oder er zumindest. Na gut, Aidaria, danke, dass du da warst. Und bis bald, würde ich sagen. Spätestens, wenn ich mal wieder bei dir vorbeischaue. Aber ja, du, die Spiele kannst du ja eh früher oder später, oder die Videos kannst du ja früher oder später auf meinem YouTube-Kanal nachverfolgen. Yay! Und ein Skier! Woo! Danke dir! Vielen, vielen Dank! Wie gesagt, hab eine gute Nacht. Auch liebe Grüße an deinen Freund. Und ja, bis die Tage, würde ich sagen. Das sieht hier schon recht schick aus. Vielleicht auch ein kleines Stückchen zu schick. Aber okay. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt hier ab? Achso, das war schon wieder. Ich dachte, hier kommen noch ein paar mehr Gegner. Hat das hier irgendeinen Grund, dass Sora hier einen auf... macht? Muss das so sein? Hört sich dem so? So, das sieht mir doch hier irgendwie aus, als ob man da hier hoch könnte. Die sagt nein. Na gut, okay. Wenn das Spiel mich nicht lässt, dann muss ich halt eben woanders langlaufen. Macht ja nichts. Kann ich irgendwas kaputt schlagen? Hat das den Riss bekommen? Nee. Sora ist zu schwach, um... Oh, neue Gegner. Aber die sind irgendwie ein bisschen niedlich. Oh, Lunasplitter. Das waren so Gegenstände, die ich bei Burst by Sleep ständig haben wollte. Aber nie bekommen habe. Wait, what?
Die sind hier respawned gerade, oder? Das sind neue Gegner. Okay, ich bild mir jetzt einfach ein, dass das neue Gegner sind. So, was ist das denn jetzt hier für ein komisches Ding? Heldenwerfen. Was ist ein Heldenwerfen bitte schon für eine Fähigkeit? Ah, jetzt ist das Wasser ein bisschen gediegener. Ach krass. Wenn man länger in eine Richtung drückt, dann sprintet Sora mittlerweile. Boah krass, selbst das Laufen ist angenehmer geworden. So, jetzt suche ich aber die Kiste, die hier gerade eben noch so schön geteasert wurde. Wahrscheinlich hier unten, oder? Wo ist jetzt hier alle Kiste hin? Wurde so schön angeteasert gerade. Muss doch hier jetzt irgendwo rumliegen. Hier am Fluss sollte die sein. Gucken wir doch nochmal. Ich bin vermutlich einfach super blind. Neben dem Fluss. Ach da, ja, danke, 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 danke. Wasserknöpfe. So, okay. Wollte gerade sagen, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Aber ist ja so klar, wo wir lang müssen. Nach oben müssen wir. Immer schön den einzigen Weg, den wir haben. Und aufwärts. Nee, so nicht. Ich sag ja, das mit dem Springen, das muss ich noch ein bisschen üben. Das geht irgendwie nicht so von alleine. Oh, eine Karte. Na also, endlich was Nützliches. Nützliche Gegenstände. Das ist ja fast wie ein Traum. Ui, Schiff fahren! Glitzerfunkelschiffchen! Und Finale! Wirbel das Schiff durch die Gegend. Glitzerfunkeleffekte. Boah, das sieht gut aus. Tatsächlich finde ich, sieht das ziemlich gut aus. Dezent übertrieben, aber irgendwie auch hübsch. Nein! Ich wollte darüber springen, nicht darunter fallen. Das ist ja schon ein bisschen was von Open World. Gehört das so? Ja, macht der Gewohnheit. Mit dem an Wände springen. Genau, Genshin-like halt. Ja, das war wirklich zu langsam. Sag mal, könnt ihr da mal bitte wieder runterkommen? Und nochmal in die zweite Form. Was auch immer das bedeutet. Aber ist okay. Ich find's cool. Macht mehr Schaden, mehr Kombos. Betäubungsschlag. Hast du nicht gesehen. Pew-Pew und Detonation. So war kurz vorm Explodieren. Jetzt habt ihr ihn so weit gebracht. Jetzt ist er richtig aufgepustet und platzt gleich. So. Tatsächlich musste ich hier hin.
scheinbar, um den Fluss ein klein wenig in die Schranken zu weisen. Natürlich die Frage, gibt es hier drüben auch noch einen Weg? Weil eigentlich sieht das ja so ein bisschen so aus, als ob man auch hier rüber konnte. Ah nee, unsichtbare Wände versperren den Weg. Und da sind wir wieder unten, ne, wo wir angefangen haben. Na gut, hab's verstanden. Aufwärts soll's gehen. Nie wieder zurück. Moment, hier war ich aber noch nicht drauf. Okay, gut. Alles ist schön. Wir haben uns hier nochmal ein bisschen extra Zeit genommen für. Einfach nur um festzustellen, dass wir da nicht lang mussten. Passiert halt. So, hier können wir scheinbar hoch. Hier war ja vorher der riesengroße Wasserfall. Ein. So, da gibt es eine Kiste. Das rieche ich aus Entfernung. Oder zumindest ein bisschen Blut. Ernsthaft. Okay. Kingdom Hearts 3 versucht es nicht mit den üblichen, mit dem üblichen Baukastenschema, was das Leveldesign angeht. Oder generell World Design eher. Das überrascht mich. Überrascht mich wirklich. Na komm schon. Wenn ihr da unten kämpft, dann komme ich da halt eben auch rüber. Geht ja nicht anders. So, da drüben, das sieht noch sehr verdächtig aus. Äpfel, her damit. Hoffentlich sind die vergiftet. Man weiß ja nie, wo sich hier die olle Hexe rumtreibt. Die von den sieben Zwergen. Hat das, gibt es irgendeinen Grund, warum überall diese Herkules-Statue, also diese kleinen Spielzeuge von Herkules unterwegs sind? So, das war schon so gewollt, dass ich die ganze Zeit Feuer gedrückt habe. Wollte ich diese Special Attack offen haben. Tea Time! Sparkle, Sparkle! Oh krass, die kann man sogar drehen. Oh nein, wisst ihr, was das ist? Jetzt begreife ich erst. Das sind Attraktionen aus Disneyland. Das schaukelnde Schiff, die drehenden Tassen. Das hatten wir doch in Disneyland, in Paris. Da waren wir überall drin. Ich denke mir, warum sparkelt mich das denn immer so von der Seite an? Ja, nee, jetzt ist natürlich alles klar. Okay, hier geht's scheinbar nicht hoch. Ich würde ganz gerne ein richtiges Kartenmenü haben. Und nicht, Ach, stopp mal. Vielleicht muss ich auch einfach in die Richtung. Ein Wasserfall hinterher. Alles klar. Sora macht hier Bauchplatscher. Finde ich gut, dass er das immer so 20 cm vorm Boden macht. Ja, klar. Es hieß Attraktionsattacken. Aber ich habe die ganze Zeit nicht begriffen, warum es Attraktionsattacken heißt. Aber jetzt ergibt das Ganze natürlich einen Sinn.
Die heißen Attraktionsattacken, weil das halt eben Attraktionen aus Disneyland sind. So eine eklige Werbung. Gefällt mir. Ich laufe echt zurück, ne? Aber wir müssen noch hoch. Kriegen wir irgendwo hier muss noch irgendwo eine kleine Felslücke oder sowas sein, wo wir dann da durchmarschieren können. Aber das sieht ja eigentlich hier oben schon mal nicht verkehrt aus, wenn ich hier hochlaufe. Aber hier hoch bin ich ja noch gar nicht gelaufen, fällt mir gerade auf. War ich ja noch gar nicht. Ich glaube, ich bin hier richtig. Okay, also ich muss ja echt sagen, ich finde es cool, wie die Stages gemacht wurden. Wow. Sind halt deutlich, deutlich cooler, als sie sich jetzt bei Kingdom Hearts 2 beispielsweise waren. Bei Kingdom Hearts 2 wirken so, weiß nicht, so einfach. Nimm ein Lineal. Und lauf halt eben die ganze Zeit die Strecke, die du aufgezeichnet hast. Weiß nicht. Finde ich hier irgendwie ganz cool irgendwie. Also, was bist du denn? Du bist, glaube ich, mein Gegner hier eigentlich. Dann kümmern wir uns doch erstmal um dich. Bevor wir hier anfangen, irgendwas anderes zu machen. So, hinfort. Ich habe mich gerade gewundert, warum spawnen die ganze Zeit und auf einmal kommt hier so ein komisches Schlangenwesen um die Ecke. Das war ja irgendwie. Irgendwie sah es auch ganz süß aus. So, was haben wir hier irgendwas? Ein Seefahrer. Ach, das ist wahrscheinlich hier Odysseus oder sowas. Ich hoffe, das war der falsche Weg, denn der falsche Weg führt uns immer zum größten Loot. Scheinbar müssen wir da lang. Nein, roten weg, Zora. Du bist nicht Ori, du musst dich nicht einfach an jeder Wand festkrallen. Aber ich finde es auch schön, dass sie hier einfach mal ganz offensichtlich sagen, Zora muss seine Kraft wieder erwecken. Also, das war auch so ein Ding bei Kingdom Hearts 2, so... Macht's doch einfach richtig. Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade echt positiv angetan von Kingdom Hearts 3. Zumindest bisher. So von dem Einstieg, wie die Story sich aufbaut, aktuell noch. Mal gucken. Finde ich eigentlich schon nicht schlecht. Es holt einen halt eben direkt ab, ohne großartiges Blabla, keine 50 Stunden Roxas durch die Gegend Laufgeschichten. Oh, ich kann Items in der Luft benutzen. Jetzt übertreibst du aber. Hier. Das finde ich irgendwie ganz. Irgendwie finde ich das ganz lustig. An der Stelle. So, hier kommt noch wieder ein ganzer Haufen Gegner. Oder auch nicht. Zoras neue Aufgabe: Zerstöre die Welt!
Achso, ne, jetzt haben wir eine Abkürzung hier freigeschaltet scheinbar. Ja. Eine Abkürzung zu der Höhle mit den Kisten, in der wir vorhin waren. Ganz toll. Gibt's hier jetzt auch eine Abkürzung? Scheinbar ja. Hier habe ich nämlich vorhin, glaube ich, auch noch eine Kiste. Irgendwas gesehen. Ne, hab mich vertan. Was mich halt eben ein bisschen wundert, ist, dass man am Anfang erstmal ein Kingdom Hearts 2.9 bekommen hat. Als ob man hier jetzt irgendwie so eine Vorgeschichte spielt zum eigentlichen Spiel. Sehr seltsam. Kann aber auch tatsächlich der Fall sein. Ja, alles möglich hier. This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family? Yeah. Dad's king of the gods. Yeah. What? His father is a god. But doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. Huh. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Genau, wir wandern jetzt hoch zu den Göttern. Ab geht's! Oh, lol, lol. Ach, das macht doch nichts. Komm einfach gleich zu dir hoch da. Okay, oder auch nicht. Komm damit klar, du brauchst mich nicht mit Steinen bewerfen. Wisst ihr was? Joiks! Das ist aber gut an uns vorbeigerasselt. Hier ein bisschen Platz. Finde ich, das hier ist eine echt coole Sequenz, finde ich. Das hat irgendwie gerade eben einen gewissen Charme gehabt. Moin. Hoppa. So, hier ist noch irgendwas. Da vorne geht es auch noch irgendwie weiter. Und links und rechts ebenfalls. Gibt es hier irgendwie einen kurzen, einen schnellen Weg oder sowas? Na gut. Tschüss. Und danke fürs Vorbeischauen. Mal gucken, was hier weitergeht. Was ist das denn jetzt? Shooting-Sequenz. Okay, wir gehen gleich ins Finale. Oh, lol.
Riesenschub. Wo müssen wir denn überhaupt da lang? Ich glaube ja, ne? Wir haben hier aber mehrere Möglichkeiten, das irritiert mich. Normalerweise gibt es doch nur den Weg geradeaus in Kingdom Hearts. Kannst du hier jetzt auf einmal links und rechts geben? Völlig übertrieben. Oh nein! Besiege Granitos. Auch ein schöner Name. Wo ist denn der jetzt? Achso, Büro. Oh, das war knapp. I'm coming! Dickerchen. There I am. Goofy-Bomber. Komm, gib mal die Rakete ab. Yikes. Alles ist im grünen Bereich. Achso. Man muss hier einzelne Füße erwischen. Auch cool gemacht. So, Fuß kaputt. Greife das andere Bein an. Nächstes Beinchen kaputt machen. Und hinfort mit dir, du hässlicher Titan. Oh, ich glaube fast, das war nur die erste Phase. Choo-choo train! What the fuck? It's a choo-choo train! Go drive the choo-choo train! Komm noch einmal choo-choo! Komm, machen wir Finale. Und gucken, was passiert. Ha! Weg mit dem Felsen. Yes, that's one down. They're not so tough by themselves. Okay, what's next? Naja, weiter nach oben würde ich sagen. Wir wollen ja noch zum Olymp. Wir wollen mal Zeus Hallo sagen. Gucken, wie der so wohnt. Jetzt, wo wir hier oben rum angekommen sind. Vielleicht finden wir hier auch gleich nochmal einen Speicherpunkt. Das wäre natürlich auch grandios. Yeah.
Was ich auch ganz schön finde, ist, dass sich hier die Bossfights nicht so hart ankündigen wie in den anderen Kingdom Hearts Teilen. Wo man wirklich sagen kann, okay, hier ist ein Speicherpunkt. Dann sind wir ja jetzt schon am Ziel. Ui. Vergesst, was ich gesagt habe. Das sieht so aus, als ob wir am Ziel sind. So, hier speichern wir mal ganz kurz ab. Und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich!